Carmen de Roodmol ist neu am Fürstenhof. Nach dem Ausstieg mehrerer Darsteller braucht die ARD Telenovela Sturm der Liebe, montags bis freitags, 15.10 Uhr neues Personal. Gefunden wurde Carmen de Roodmol, die ab dem 30. Oktober 2017 als Astrid Westkamp zu sehen ist und für reichlich Wirbel am Fürstenhof sorgen wird. Neue TV-Rolle für Carmen de Roodmol. Zuschauern dürfte Moll aus einem anderen TV-Hit in Erinnerung geblieben sein. Sie spielte von 1995 bis 1999 in Die Fallers, eine Schwarzwaldfamilie, die Rolle der Christina Faller. Nach 100 Folgen starb sie den Serientod. Danach stand die ausgebildete Musikalsängerin unter anderem für Der Bulle von Tölz, Tatort und Herzflimmern, Die Klinik am See vor der Kamera. Das führt Astrid Westkamp an den Fürstenhof. In Sturm der Liebe mimt Carmen de Roodmol Hotelgast Astrid Westkamp. Die kommt nicht nur zum Übernachten ins beschauliche Bichelheim, sondern ist auf der Suche nach Ea Kessler, Viktoria Reich und Rebecca Herz, Julia Alice Ludwig. Für sie winkt durch Astrid Westkamp vermeintlich ein neuer Auftrag für ihre Hochzeitsagentur, die Herzkomplizen. Was Rebecca zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt: Astrid ist keine Kundin, sondern die Frau, die sie schon ihr ganzes Leben lang sucht. Diese beliebten Darsteller sind ausgestiegen. Seit dem Ende der 12. Staffel Mitte Mai 2017 sind Sturm der Liebe einige Zuschauerlieblinge abhanden gekommen. Nach dem Abschied des Staffeltraumpaares Clara Morgenstern, Janine Michae mit Gravis Lewacker und Adrian Lechner, Max Alberti, war es Philipp Butz alias Oskar Reiter, der seinen Hut nahm. Es folgten sein Serienwidersacher Michael N. Kühl, Spiele David Hofer, sowie Dietrich Adam, Friedrich Stahl, der auf dem Bildschirm bei einem Autounfall sein Leben ließ. Den bisher letzten Abschied mussten Fans im Juli von Luisa von Spies, spielte Desir Bramek, nehmen. Neue Staffel schon ab November 2017. Anders als vorangegangene Staffeln wartet die aktuelle mit deutlich weniger Episoden auf und wird noch in diesem Jahr zum Ende kommen. Einen Ausblick auf die dramatischen Ereignisse, die die Zuschauer ab November bei Sturm der Liebe erwarten, zeigt ein von der ARD veröffentlichter Trailer.